Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von King's Watch. Heute mit einer Alternative zum Melee-Tank-Magier. Und zwar ist das Bild. Energiewirbel, boshafter Wind, ist klar, wie schon beim letzten Bild. Dann haben wir Energierüstung mit prismatischer Rüstung, um die Resists hochzuhalten. Diamanthaut, Kristallhülle, auch ganz klar, überlebenswichtig. Frostnova mit Knochenkälte, das ist ja also eine Rune für mehr Schaden, wenn Gegner davon betroffen sind. Explosion, Kettenreaktion, ganz klar, wie beim letzten Bild. Und hier ist das neue, Zeitverlangsamung mit Zeitkrümmung. Werdet ihr dann später beim Bild sehen, ist also auch nochmal für mehr DPS sozusagen gedacht, weil in der Blase sozusagen, in der Zeitblase, erleiden Gegner 20% mehr Schaden. Jetzt haben wir hier kritische Masse noch, ist ganz klar. Kaltblütig wegen der Frostnova, nehmen sie nochmal 20% mehr Schaden. Und dann noch verschwimmen einfach als defensive Variante, weil man halt doch immer mal doch wieder getroffen wird. So, wir beginnen. Ich habe immer noch hier die alte Waffe drin, dann nochmal zum Anzeigen der Resists. Und dann beginnen wir schon mit der ersten Gruppe. Vereiste Rächer, Rückstoß elektrisiert. Rächer ist egal, Rückstoß ist auch nicht so relevant, es sei denn, es stößt euch ins Eis zurück. Elektrisiert und vereist sind sozusagen die schwierigen Sachen bei dieser Mob-Gruppe. Außerdem sind es Seelenreise, sind außerdem sehr schnell. Vereist ist halt so ein Affix, der halt sehr schlecht sozusagen für dieses Bild ist, weil das Bild ist nicht sehr mobil. Das Bild ist sehr viel auf Offensiv ausgelegt. Wir haben also drei Sachen drin, die den Gegner mehr Schaden nehmen lassen. Einmal kaltblütig, dann haben wir noch die Rune von der Frostnova, die halt mehr Schaden macht, und wir haben die Rune von der Zeitkrümmung drin, die Rune von dem Zeitverlangsamen drin, wo sie halt auch nochmal mehr Schaden nehmen. Das Schöne daran ist, dass die Zeitblase und die Frostnova den Schaden nicht nur von euch erhöhen, sondern auch den Schaden von allen in eurer Gruppe erhöhen auf diese Gegner, die davon betroffen sind oder in dem Fall drinne stehen. Das heißt, ich benutze dieses Bild hier sehr gerne, wenn ich in Gruppen spiele. Ich habe zum Beispiel einen guten Kumpel, der als Demon Hunter oder als Monk rumrennt und der davon sehr viel profitiert halt. Er hat dadurch bedeutend höhere Crits und bedeutend höheren Allgemeinschaden. Das ist also auf jeden Fall ein schönes Gruppenbild und es ist halt sehr auf Offensive ausgelegt. So, dann haben wir die nächste Gruppe, die kommt dann hier gleich. Hier haben wir Schänder, elektrisiert, Vortex, Feuerkette. Elektrisiert ist unangenehm, aber nicht schlimm. Schänder müsst ihr euch immer repositionieren. Vortex und Feuerkette ist halt sehr, sehr unangenehm, weil wenn sie euch halt in die Feuerkette reinziehen und ihr kommt mit dem Bild halt nicht schnell raus, weil es halt kein Teleport hat, dann wird es sehr unangenehm. Jetzt stehe ich hier zum Beispiel im Schänder drinne. Ist aber nicht so schlimm, wenn mehr als ein Gegner getroffen werden, kann man das schon aushalten, zumindest mit den Resists, die ich jetzt hier habe. Um jetzt gleich nochmal von weg zu sagen, dieses Bild ist sehr, sehr auf Offensive ausgelegt und also nicht sehr mobil. Ihr habt also keine Form des Teleports, dadurch müsst ihr euch sehr, sehr stark im Klaren sein, dass es halt die Positionierung sehr, sehr wichtig ist. Jetzt haben wir abschirmt, albtraumhaft, reflektiert Schaden, elektrisiert. Abschirmt ist ja eine ziemlich fiese Kombination für uns, weil wenn sie in der Abschirmung sind, triggert kein Life-on-Hit mehr bei uns und sie können nicht mehr vereist werden. Ganz im Gegensatz zu unverwundbaren Diener, die noch vereist werden können. Die sind zwar, nehmen sie auch keinen Schaden, aber die können vereist werden. Bei Abschirmen Gegner ist halt so ein bisschen schwierig. Das Schwierige hier ist auch noch, dass die elektrisiert sind. Ne? Und sie machen sehr viel Schaden, deswegen bin ich auch zum Beispiel gestorben. Die Elektrisierung macht sehr viel Schaden, das könnt ihr aber durch euren Life-on-Hit ausgleichen. Die Sache ist, wenn sie aber abschirmt sind, kriegt ihr kaum noch Life-on-Hit, vor allem wenn sie alle auf Abschirmung stellen. Und durch die Elektrisierung, ihr trefft ja die Gegner noch sozusagen, die triggert halt immer noch. Und die kann halt passieren, dass sie halt abschirmt sind, sie sind nicht mehr gestunt dadurch, die Elektrisierung triggert noch die ganze Zeit und sie hauen halt mal zu, weil diese Mobgruppe haut extrem hart zu, extrem hart. Also das ist auf jeden Fall kein leichter Affix, vor allen Dingen, wenn man halt keine Teleportation dabei hat. Das ist halt, wenn ich jetzt hier dieses sehr offensive Bild sozusagen spiele und sie sind doch mal abschirmt und ich komme nicht schnell genug weg, ja, dann ist halt sehr übel. Deswegen müsst ihr euch hier mal gucken, wenn sie auf Abschirmung stellen, lauft am besten weg, bleibt nicht dran stehen, wie ich jetzt zum Beispiel, sondern versucht wegzulaufen. Ihr müsst dadurch zwar den boshaften Wind immer neu setzen, aber ist auf jeden Fall eine bessere Option, als immer zu sterben, in meinen Augen. Gut, damit geht dieser Gegner jetzt hier auch down. Wie gesagt, ist alles machbar. Manchmal dauert halt eine Gegnergruppe ziemlich lange, aber ich denke mal, das ist...
ist es wert. Wenn ihr der Meinung seid, es ist nicht wert, weil ihr meinetwegen 3-4 Mal gestorben seid, dann lasst es und geht halt in eine andere Ebene. Ich beginne ja meistens mit der Perspektive Ebene 1 und 2 und direkt danach Ebene 3. Und dann passt es eigentlich. So, jetzt haben wir hier Verseucht, Aufseher, Rückstoß, Schänder. Schänder, Verseuchung und Aufseher kann zu Problemen führen. Gerade bei dem Bild hier, ich habe keinen Teleport. Das heißt, wenn ihr drin steht und ihr seid umringt von Monstern oder sie haben euch halt festgehalten, ihr steckt im Schänder oder sogar in 2 Schändereffekten drin und ihr kommt nicht raus, ist das da sichere Tod. Jetzt haben wir hier noch das Glück, dass wir relativ viele Monster drumherum haben, wo halt viel Life und Hit triggert. Da kann man also auch schon mal einen Schändereffekt ausgleichen. Dadurch ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Schlimmer wäre es jetzt, wenn es jetzt eine größere Hortegruppe zum Beispiel gewesen wäre oder wenn keine anderen Gegner drumherum gestanden hätten. Da wäre das schon ein bisschen ekelhafter gewesen. So, da geht er auch down. Jetzt haben wir hier Vereist, Horde, Reflektiert, Schaden, Mörser. Ganz ekelhafte Gruppe, weil ihr kriegt beständig Schaden durch Reflektiert Schaden. Der Mörser triggert halt immer mal. Durch die Vereisung müsst ihr euch immer repositionieren, gerade jetzt in diesen, Innenräumen sozusagen, wo ihr immer mal oben über euch irgendwelche Objekte habt, die euer Sichtfeld versperren. Oder wenn er halt in irgendeinem Durchgang steht und die legen Vereisung und ihr seht die Eiskugel nicht, kann das ziemlich schnell zum Tod führen. Weil halt, wenn ihr vereist seid, nur noch die Diamanthaut triggern können und nichts anderes mehr. Können also keine Frostnova setzen, die werden nicht mehr gestunt oder eingesponnen sozusagen, dann könnt ihr halt nicht viel machen. Ja, beim Eis immer repositionieren. Ihr könnt auch dran stehen bleiben. Ich für meinen Teil habe noch nicht diese hohen Resist, dass ich sagen kann, ich kann dran stehen bleiben. Ich gehe da lieber raus. So, jetzt bin ich hier gestorben. Aus dem Grund, das ist halt so eine typische Kuschelmörser-Gruppe, wie ich das gerne nenne. Eigentlich sollten Mörser eine ziemlich große Dead-Range haben. Das heißt, wenn ihr direkt dran steht, dann dürft ihr den Mörser nicht treffen. Es gibt aber genügend Mobs, leider. Die ignorieren das anscheinend. Und die schießen halt den Mörser auf euch ab. Ihr steht 1 Meter davor und der Mörser trifft euch. Deswegen der Kuschelmörser. Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Noch ein Tipp zur Vereisung. Wenn er Eis legt, ist es ziemlich sicher, dass er unter euch, also genau unter euch auch ein Eis gelegt hat. Sowohl unter euch als auch um euch drumherum. Das heißt, bewegt euch meistens. Also wenn ihr stehen bleibt, wenn er Vereisung ist, legt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr groß, dass ihr mit ihr auf jeden Fall vereist werdet. Deswegen bewegt euch lieber, aber das müsst ihr selber entscheiden. Der Typ ja an sich ist schon ziemlich ekelhaft, weil er halt so einen Fernkampfangriff hat, der sehr, sehr, sehr viel Schaden macht. Das heißt, vereist ihn, sofern es geht. Mindestens 3-4 Wirbel immer setzen, sonst triggert halt die kritische Masse nicht genug. Ja. Jetzt kommen wir zu einer Gruppe. Das ist so ziemlich die schlimmste Gruppe, die ich bisher hatte. Also auf dem Rand zumindest. Feuerkette, Lebensband, Teleporter geschmolzen. Lebensband ist egal, aber Feuerkette, Teleporter geschmolzen. Und es sind halt Fernkämpfer-Mobs. Und ich kann euch versichern, das ist nicht der erste Anlauf, den ich mit dieser Gruppe versuche. Ihr seht das schon an rechts oben an dem Symbol. Sehr, sehr ekelhaft. Nicht nur, dass sie die ganze Zeit weglaufen, sondern sie teleportieren sich auch noch weg, was sehr, sehr, sehr schlecht ist. Und es kann halt passieren durch die Feuerkette und durch das Geschmolzen, dass sie sich auch neben euch teleportieren, dass er direkt in der Feuerkette drin steht, im Geschmolzen-Effekt drin steht. Ja, und das Bild hat keinen Teleporter. Mit Teleporter könnte man jetzt hier noch einen Trick anwenden, und zwar ihr setzt 3-4 Wirbel und lauft ein Stück weg, und wenn sie sozusagen alle 3 hinter euch herlaufen und genau in den Wirbel stehen, teleportiert er euch ran. Und setzt sofort die Frostnova und versucht dann sie an einem Punkt zu halten und im Dauerfreeze sozusagen zu halten. Wenn ihr das nicht könnt, weil ihr zum Beispiel wie mit diesem Bild kein Teleport habt, müsst ihr versuchen, so einen Punkt zu finden, wie wo ich jetzt gerade dran stehe. Weil an diesem Punkt, sie können nicht nach hinten weglaufen, weil hinter ihnen halt nicht viel ist, da ist halt nur dieser Abgrund. Das ist halt eine ziemlich gute Geschichte. Ja, das war auch jetzt schon der Run. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Es ist halt mit dieser Zeitblase sehr, sehr offensiv. Ich empfehle euch, entweder ihr habt genug Resists oder ihr habt einfach mal keine Lust auf meinetwegen Teleport. Dann könnt ihr das benutzen oder halt in der Gruppe, wie es euch das gefällt. Ja, das nächste Video, das ich machen werde, ist auch schon geplant. Das wird dann ein Video über das gleiche Bild oder ein ähnliches Bild, aber mit Teleport. Was ich im Moment auch bevorzuge, ist höchst mobil, man stirbt viel, viel weniger und in meinen Augen einfach das bessere Bild. Gut, dann sage ich, kommentiert das Video, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Informationen wollt oder ob ihr einfach auch mal ein anderes Bild sehen wollt oder auch mal einen Boss sehen wollt.
und liked und subscribes, würde mich freuen. Und dann sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.